Herzlich willkommen, allen Freunde, zu Animal Crossing New Horizons. Milena erzählt uns gerade von einer merkwürdigen Gestalt, die die Inseln in dieser Gegend hier abklappern. Es heißt, diese Person verkaufe Kunstwerke unbekannten Ursprungs. Bisher bleiben alle unversehrt, die mit dieser Person in Kontakt getreten sind. Aber seid bitte vorsichtig. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Ja, cool. Wir haben 10 Uhr noch was. 10.06 Uhr. Konnte nicht früher aufnehmen. Hab geputzt. Ich warte noch immer noch auf einen Anruf vom Vermieter. Der hat gesagt, er meldet sich, wann sie dann kommen. Es kam nichts, deswegen denke ich, dass sie heute nicht kommen. Habe ich umsonst aufgeräumt gestern, ja. Und heute. Heute Morgen habe ich auch nochmal 3 Stunden aufgeräumt. Das war echt sehr schön. Toll, ne? Und dann kommt nicht mal jemand. Das ist sehr, sehr belastend, Leute. Die Papiertüte habe ich mir gestern noch gekauft. Also gestern Nacht. Nee, ich glaube direkt nach der Aufnahme. Um 9 Uhr. Flaschenpost öffnen, was haben wir drin? Na gucken, mal gucken. Eine Orangentapete. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dich nehme ich mal hier direkt mit. Och nee, die Pfirsiche sind ja fertig, ne? Och. Oh, die muss ich ja wieder ernten. Ich überlege gerade, ob ich die ernten soll oder nicht, weil eigentlich durch Rüben mache ich eigentlich genug Geld, oder? Da brauche ich die doch nicht mehr zu ernten, oder? Was sagt er? Ich sag nee, danke. Nee, danke. Sammeln wir mal ein paar Mischungen auf. Ich habe auch heute Nacht kurz geguckt, ja, ob Euphemia da ist. Die war da und hat mir so ein Stierbadewanne geschenkt. Also so ein Rezept. Die sah eigentlich ganz cool aus. Nee, die Badewanne, doch, die war richtig. Hier, die Stierbadewanne. aber dann habe ich auch gestern nochmal 30 Minuten im Himmel gestarrt, aber es kam nie eine Sternschnuppe. Also irgendwas mache ich, glaube ich, falsch. Ich weiß nur nicht was. Außerdem haben wir einen neuen Bewohner. Den haben wir schon gestern kennengelernt, ne? Oh, Pamela, zieh bitte aus. Lass mich da durch. Mann. Ach Gott, dass man hier nicht durchrennen kann, ne? Das stört mich ja am meisten tatsächlich. Heute werden wir den Fluss hier mal eben machen. Das heißt, wir gehen von hier nach hier hin, würde ich sagen. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie viel Geld habe ich? Genug, okay, sehr gut. Das ist die richtige Antwort. Ist jemand hier? Nee, ne? Nee, heute nicht. Okay. Dann. Oh, hallo Jesse. Wahnsinn, du bist das Fieb. Hey, du siehst heute echt klasse aus. Oh, danke schön. Die Papiertüte steht mir echt, ne? Ich kann schon voll gut posieren. Hatscha! Für einen zukünftigen Popstar ist das unerlässlich. Man weiß schließlich nie, wenn man mal Hatscha machen muss. Ja, alles klar. Ja. So, ich weiß gar nicht, wo der eigentlich wohnt. Komm, wir nutzen mal die Karte. Die Karte habe ich so selten benutzt. Hier, er wohnt direkt hier. Okay, dann besuchen wir den mal. Dann besuchen wir mal den coolen Bewohner. Och, auf den habe ich mich tatsächlich ein bisschen gefreut. Der sah nämlich echt cool aus. Beziehungsweise er sieht immer noch cool aus. Ich habe außerdem gerade Star Wars The Clone Wars gesehen. Und die Folge hat mich sehr, sehr sprachlos gemacht. Hallo Moritz, schön dich zu sehen. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Das Heim ist leider noch nicht fertig eingerichtet, aber wird schon werden, Gronkh. Schau einer an, so langsam wird's doch. Gar, wie lange stehst du hier schon? Hast du nicht gehört? Dieser Kram ist so gar nicht mein Ding, aber ich kriege das schon hin. Okay. Interessante Tapete, soll das New York sein, darstellen? Ich denke mal schon. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich freue mich auf dich, auf jeden Fall. UD oder Uwe? Ne, Uwe nicht, ne? UD, glaube ich. Ich könnte hier nochmal am Schild gucken, wie der heißt. Edde heißt er. Edde, alles klar, Edde. So, Profischaffel. Wir gucken gleich mal im Museum. Ach, der Rainer ist ja vielleicht da. Also der komische Kauz. Da gehen wir gleich auch auf jeden Fall schnell hin. So, als erstes gehen wir aber hier in Nux Laden. Mal gucken, was er heute für teure Sachen hat.
Oh, hallo Mischka. Ach, gerade auf Einkaufsbummel, Moritz. Ich komme immer gern hierher. Wuhu, du lässt dir die neue Eröffnung von Nuxlan auch nicht entgehen, was? Wahnsinn, die Auswahl hier. Da habe ich ja selbst... Da hab ja selbst ich bald Probleme, mich zu entscheiden. Der Laden ist echt der letzte Schrei. Gah, ungefähr so. Alles klar. Was ist das denn hier? Vorhang? Ein Kimino-Stand. Okay. Ich frag mich halt, was ich damit machen soll, ne? Den nehme ich, der ist cool. Und den Automaten nehme ich auch mal. Vielleicht für den Keller. Ich wollte Killer sagen, wegen Dead by Daylight, aber nee. So, die zwei Sachen haben wir da, glaube ich. Was sagen die Tapeten? Die muss ich kaufen, Leute. Die ist ja mal mega süß. Eine Elefanten-Dings. Oh mein Gott. Ist das niedlich. Wüstenfliesen, Mann. Oh, mal gucken. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Wüstenraum. Dann wäre die tatsächlich gar nicht so verkehrt. Der Rest aber... Was ist das hier? Giraffenmusterboden. Weiß nicht. Also ich bin noch von den Tapeten und von den Tapeten und den Teppichen bei Nepp und Schlepp noch nicht so zufrieden. Früher waren da schon deutlich coolere Tapeten und so dabei. So, Pulli-Kleid-Kombo. Oh, das können wir eigentlich auch lagern, alles. Das stimmt. Das will ich auch am liebsten noch behalten, genau. So, dann bitteschön. Ja. Den Kimino-Stand weiß ich nicht. Weiß ich nicht, also... ich kann mir das nicht so vorstellen. Sieht er so aus, wie er das ist? Weil er sieht echt komisch aus. Das ist einfach ein großer Kimino, den hier niemand anziehen kann, weil er zu groß ist. So. Dann nehmen wir dich mal hier. Man kann jetzt natürlich auch Tag der Natur nutzen, ne? Aber... weiß nicht, ne? Ich habe hier so viele Blumen. Eigentlich brauche ich echt keine mehr. So, wir gehen mal eben zu Rainer. Der ist hier hinten. Da ist er nämlich. Leiter. Da bin ich jetzt gespannt. Ich verstehe zwar nicht, wieso er hier parken muss und nicht da hinten am Steg, weil... ne? Wofür habe ich den, ne? Ist halt echt so. Auf jeden Fall... Oh, der dampft sogar. Cool. Ich mache ein Foto. Aber ohne das da. Und so sieht mich nämlich keiner. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich ganz gut. So. Machen wir mit Rahmen oder ohne? Achso. L ist Rahmen. Datum, Rahmen, ohne Rahmen, mit Rahmen. Machen wir mal mit Rahmen. Aber ich möchte mal gucken hier. Okay. So finde ich eigentlich auch mal ganz cool, wenn wir mal so ein Bild machen hier. Ah. Wunderschön. Ich finde, der ist eigentlich echt gut gestaltet. Sehr detailreich. Dafür, dass der sehr, sehr klein ist, ne? So, sieht man eigentlich irgendwas? Yay. Ich weiß noch nicht. Haben wir noch was anderes? Okay, machen wir so. So. Super. Dann gehen wir mal rein. An dem Schiff könnte was faul sein. Bloß nicht ohne Erlaubnis betreten. Och nee, ne? Okay, muss ich jetzt die Dorfbewohner hier anquatschen? Oh, ich wollte die doch loswerden, meine Dorfbewohner. Oh, Jesse, bitte erzähl mir was über den, na? Oder ist hier jemand drin? Nee, Mischka ist ja weg, stimmt. Okay. Vielleicht muss ich erstmal zu Tom Nook. Das kann natürlich auch sein. Wir gehen aber erstmal zu Misusa. Mir hat irgendjemand das in die Kommentare geschrieben, wie die geschrieben wird. Ach, das bist du gar nicht, du bist Emily.
Freut mich, dass du so früh morgen bereits an mich denkst, Mini-Mini. Gerd hat es um diese Jahreszeit nicht leicht. Er reist von Insel zu Insel, um Samen und Pflanzen zu verkaufen. Jedes Mal, wenn er auf dieser Insel Halt macht, bedanke ich mich ganz herzlich bei ihm. Ohne ihn hätte ich mir so manche Gartentraum nicht erfüllen können. Oh, kann ich etwas für dich tun? Warst du schon mal bei unserem neuen Nachbarn, Mini-Mini? Bevor ich hingehe, muss ich noch meinen Kuchen fertig verzieren. Verifizieren, alles klar. Der Willkommensgeschenk. Oh, kann ich etwas für dich tun? Ja, ich möchte eigentlich ganz gerne. Mann. Okay, ich bring's zurück. Ja. Oh, dieses Piano. Oh, das sieht echt schön aus. Kann ich dir das abkaufen? Oh, ich hoffe, es gibt hier wieder einen Flohmarkt wie in Wild World. Ich weiß nicht, ob es den in New Leaf gab. Den Flohmarkt. Kann sein, kann aber auch nicht sein. So, Lukas. Lukas wohnt da im Wasserfall. Die ist nicht da. Koalaschen ist auch nicht da. Dann gehen wir da mal eben hin. Wie kommen wir da rein? Also früher musste man mit anderen Leuten reden. Und die haben dir dann das Passwort dann verraten. Frag mich zwar, wie der Erste immer das Passwort bekommt, aber okay. So, hallo Lukas. Ja, komm. Für dich. Hä? Wie bist du, Lukas? Bin ich bekloppt? Ich wollte mit dir reden. Vielleicht finde ich es. Willst mich verarschen? Ich hab hier doch was für dich. Hä? Alter, Junge, ich mach gleich dein Geschenk selber auf. Als ob ich jetzt ein Buch suchen muss von dem. Ich hab doch irgendwas da. Mann, Lukas, wieso machst du es mir denn so schwer? Ja, Lukas, ich hab dein Geschenk, aber du willst es ja nicht. Okay, wir gehen erstmal zu Tina und Sina. Ich glaube, die meckern nicht so hart mit mir. Vielleicht ist jetzt auch mal langsam die Ikone mal hier. Nee, ist sie nicht. Ist das denn da? Hä, hier ist doch nichts. Ein Neoprenanzug. Achso, doch. Okay. Ach, hallo, Tina. Aber ja, ich weiß. Ich gehe auch nicht gern nach draußen in die Sonne. Da kriege ich sehr, sehr schnell Kopfschmerzen. Wenn kein Wind da ist. Mit Wind geht's aber. Anorak. Ich bin kein Fan von Anoraks. Finde ich alle nicht sehr schön. Okay. Baustellenhelm. Der ist eigentlich ganz cool. Ja. Ja. Nee, möchte ich aber nicht tragen. Finde ich mein Papiertüte besser. Ich verstecke mich nämlich vor den anderen Leuten. Genau das bin ich. Genau das bin ich, Leute. Ich wollte nicht gehen, aber sorry, Leute. Och nee, ich will eigentlich nicht mit den Leuten reden. Jesse. Kannst du mir nicht sagen, wie ich zu Rainer gehen kann? Oder muss ich dafür vielleicht zu Tom Nook? Ich gehe mal zu Nookiebooki. Nookiebooki. Ich wollte gerade zum Museum, aber das ist ja hier nicht mehr. So, gib mal hier Geld her. Danke. Die Bank dankt euch. Durch das letzte Update, ne? Das ist vielleicht gar nicht so vielen bewusst geworden. Aber die haben einfach hier die Zinsen niedriger gemacht. Wenn ich Geld auf mein Konto lage, erhalte ich ja auch irgendwann Zinsen, ne? So. Aber die haben die weniger gemacht. Was soll das? Ne, also ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht ganz, was das sollte. Ja, ich weiß, dass du Oscar bist. Oscar, ich möchte ein Passwort von Rainer haben. Ja, ich bin auch aktiv. Hallo, Witz. Ich brauche das Passwort. Komm. Ja, habe ich auch schon. Och, alter Schwede, ey. Okay. Komm, Nook.
Nuck Melina, sagt mir was. Sagt mir bitte irgendwas. Irgendwas, bitte. Nee? Nee? Nee, sprachlos? Ja, geil. Okay, das heißt, ich muss mit denen reden. Oh, das wird ja nervig. Mann. Sag mir was Neues. Bitte, bitte was über Rainer. Ja! Ja, habe ich gesehen. Das ist aber nicht... Okay. Das Schiff ist zwar da, aber ich brauche erst noch eine Einladung. Muss ich den hier irgendwo finden? Ah, hier! Oh mein Gott. Nun, nun, bist du von hier? Ja? Rainer, mein Name, tätig im Vertrieb. Und du bist? Moritz. Toller Name, intelligent, kühn. Ich weiß schon jetzt, wir werden Freunde. Nein, besser noch, Familie. Moritz, eine Freude, dich kennenzulernen, Moritz. Ich will ja nicht zu forsch erscheinen, aber du hast eindeutig ein Auge für Kunst. Nein, im Ernst, Rainer hat einen Glaskerninstinkt für sowas. Und mein Instinkt hat mir geraten, etwas mitzubringen. Ein feines Altertumsgemälde. Ja, ich weiß, ein verrückter Zufall, nicht wahr? Fast schon Schicksal. Das gute Stück verkaufe ich dir, aber nur weil du zur Familie gehörst, zu einem wahren Spottpreis. Wir klingen. Ernsthaft jetzt? Und zwar nur die. Lol, ich habe ihn richtig verarscht. Er dachte wohl, ich hätte nicht so viel Geld. Ich habe aber, ich hätte ihm jetzt echt wirklich diese 400.000 gegeben, ne? Ich wäre nur kurz zurückgegangen und hätte Geld aus der Bank geholt. Und jetzt verkauft es mir preiswerter. Ja, da bin ich dabei. Hab ihn abgezockt, Alter. Yeah, yeah, yeah. Da war er zu schnell. Ich hätte auch mehr bezahlt, Junge. Ich wüsste, du hast ein Auge für Kunst. So war es vorbestimmt. Bis zum nächsten Mal, Cousin. Okay. Das heißt, am Anfang hat er noch gar nicht den Laden auf seinem Schiff, sondern er läuft dann zwischendurch einfach mal hier herum. Okay. Finde ich auch in Ordnung. Ich würde mir das Bild eigentlich gerne... Ich kann mal eben zum Museum laufen. Vielleicht können wir schon abgeben. Sehr gut, sehr gut. Ich dachte eigentlich, wir könnten da auch Schiff drauf. Weil da soll er ja einen Shop drin haben, aber den werden wir dann wahrscheinlich erst später freischalten. So wie ich das jetzt hier mitbekommen habe. Oh. Die Pflanzen sehen echt speziell aus. Boah, da bin ich echt gespannt, wie die später aussehen werden. So, Herr Eugen, ich habe hier was für Sie. Ein Altertumsgemälde. Huhuch. Oh je, ich bitte um Pardon. Guten Morgen, Moritz. Willkommen im Museum von Nimmerland. Ich habe ein Kunstwerk. Huh, tatsächlich? Ich habe hier ein Altertumsgemälde. Oh, das hätte ich auch gern für mein Zimmer. Sofern mich mein Auge nicht trägt und ich bin jetzt eine Eule, ist das Potzblitz ein Altertumsgemälde, ein waschechtes Exemplar. Oh, Freude. Könnten Sie sich vorstellen, dieses Altertumsgemälde im Museum zu spenden? Ein solcher Akt der Großzügigkeit würde es erlauben, das Museum und eine Kunst... Ausstellung. Was sagen Sie dazu? Dürfte ich dieses Kunstwerk? Ja, ich stifte es. Sehr niedlich. So, eine Freundin hat sich eine Atemschutzmaske gebastelt. Ein Glück habe ich eine bestellt vor 2 Monaten. So. Eine richtig gute. Oh Moritz, ich bin Ihnen wahrlich zutiefst Dank verpflichtet. Ja, ich auch. Danke. Also eigentlich sind wir gestern nicht durch das Museum gerannt. Oh, ich hätte diesen Museumsboden noch ganz gerne. Ich hoffe, es wird auch irgendwann dann in diesen Shop hier geben. Der war nämlich cool. Oh, ich hole jetzt mal meine Elefanten. Gießkanne raus. Oh mein Gott, ist sie cute. Die ist ja echt cute. Oh Gott, ich muss sie echt mal eben kurz jemanden zeigen. Ach nee, der Baum ist im Weg. Warte, ich muss mal eben hier. So, und lächeln.
Oh, ich hab Blitz gemacht. Egal. Guck mal. Cute. So, ne, Elefanten. Dings. Oh, die ist echt cool. So, eben gießen hier. Zack, zack. So, hier auch noch. Oh, die Blumen, die sind echt interessant. Oh Gott, jetzt kriege ich ja schon wieder Medaillen. Meiden. Boah, ich will immer Medaillen sagen. Ich weiß nicht warum, Leute. Vielleicht weil ich so viele hab hier. Obwohl, ich weiß gar nicht, wo meine Kisten sind mit den Medaillen und Pokalen, die ich schon bekommen habe. Das weiß ich echt nicht. Ob die noch im Sauerland sind. Wer weiß, wer weiß. So. Im Keller ist nämlich eigentlich nichts. Ach man, diese. Egal. Ameisen dürfen hier auch auf meiner Insel leben. Ja. So, okay, gut. Dann können wir uns jetzt um den Fluss hier kümmern. Lukas, ne, es tut mir leid. Dann behalte ich dein Geschenk. Ich guck mal rein. Obwohl, vielleicht mache ich das. Ach, ich habe noch was gelernt. Man kann den Briefkasten umstellen. Guck mal, er ist jetzt hier. Er ist nicht mehr da hinten. Ich weiß, ihr seid jetzt bestimmt hier impressed, ey, alter Schwede. Weil ich hab's erst gestern in einem Stream erfahren, dass man den Briefkasten ja umplatzieren kann. Das wusste ich nicht. Echt nicht. Den möchte ich aber ganz gern wieder zurückmachen. So. Komm, stellen wir den hier hin. Ins Wasser, genau. Hier hin, platzieren. Super. Eben Sachen wegbringen und danach können wir umbauen. Umbauen. Heute ist Freitag, ne? Ja. Ach, Mann. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Oh, nee. Einmal, ich würde den mir mal ganz gern anschauen. Oh, ja. Wenn ich so ein Agrabah-Dings machen möchte. Oh, der Flipper ist echt cool. Muss schon sagen, Polykleid kannst auch ins Lager. Glaskerzhalter sieht nicht so besonders aus. So, dann Lumpenhut ins Lager. Monokel ins Lager. Und an Lukas, ja, das kann ich ja noch mitnehmen. Mal schauen. Boah, ich finde immer, die Zeit geht hier echt schnell vorbei. Gefühlt bin ich jetzt nur durch die Shops gegangen und wir haben schon 22 Minuten durch. Sind schon durch. Weil sonst habe ich noch nichts gemacht, oder? Ich habe mit ein paar Bewohnern geredet und das war's. Ist ja echt hier impressed, ey. So, die Laterne kann da auch irgendwann weg. Achso, ich wollte ja dann den Dings machen, stimmt. Dafür brauche ich vielleicht Obst. Hol dir mal hier ein paar Äpfel runter. So, was ist das da? Ach, Birnen. Ich dachte gerade, hey, was ist das denn da für komisches Obst? Habe ich ja noch nie gesehen, aber es waren Birnen. Oh Gott, wir müssen da hier richtig viel, okay. Challenge accepted. Wir könnten natürlich auch den Fluss so tun, als ob er hier Ende ist und hier einfach ein Weg ist und dass der Fluss hier nur bis hierhin geht. Das könnten wir auch mal gucken. Mich stört noch. Also hier muss irgendwo dann die Brücke hin. Vielleicht machen wir die Brücke hier hin, so. Und machen den Fluss einfach von hier nach hier. Dafür müsste ich aber erstmal irgendwie hinkriegen, dass ich die Brücke dahin bekomme. Das wäre noch eine Möglichkeit. Dann ist noch die Frage, möchte ich eine gerade oder eine ungerade Brücke haben? Angenommen, wir würden die Brücke hier so hinmachen. So schräg nach da drüben. Könnte das Wasser da vorne eine Kurve machen, dann nach hier? Oder wenn es, ich glaube, schöner wäre es, wenn das dann, wenn hier dann die Brücke wäre. Wir müssen mal ausprobieren. So, wie geht das hier? XL. Inseldesigner. Bauarbeiten beginnen.
Tada! So, wir brauchen das hier. Hier machen wir jetzt erstmal ein bisschen. So, du kommst auf jeden Fall weg. Du auch. So, dich können wir eigentlich lassen, so. Das heißt, hier müsste was hin. Genau. So, du kommst auf jeden Fall weg. So, dich möchte ich einen kleiner machen. Ja, hier machen wir auch was hin. Ich muss mal kurz gucken. So, dann könnte die Brücke hier so rüber gehen. Ja. Und den Fluss, den werden wir einfach so dann weiterlaufen lassen können. Außer dass wir davon noch ein bisschen was machen müssen. Okay. Mal gucken, mal gucken. Erstmal mache ich die Zäune da weg. Und Dings, ein Geschenk. Das holen wir uns natürlich auch noch eben. Nee, die wollte ich nicht. So, zack. Auspacken. Ein Wandventilator, okay, schön. Den hätte ich gerne auch im realen Leben. Oh, ich möchte jetzt keine Blume aufsammeln, ne? Bin ich ja echt ehrlich. So. So, okay, das geht eigentlich noch. Ist da auch noch eine? Ja, da ist auch noch eins. Oh Gott, das hat sich angehört, als ob ich eine Blume genommen hätte. Nee. Habe ich aber nicht. Gut. Gut. So, dann brauche ich hier wieder meinen Plus. Plus, plus, plus. Da müssen wir jetzt hier eine Schräge hin machen. Oh, falsches Plus. Gewässer. So. Dann müsste hier, glaube ich, schon die Brücke drüber passen, oder? Ich meine schon. Oh, das wollte ich nicht. So. So ungefähr. Ich hole mal ein Brückenkit. Wie viele Brücken habe ich eigentlich? Ich darf ja nur 8 haben. 1, 2, 3 zurzeit. Okay, 3 gehen ja. 3 geht. 3 geht. Oh, da ist das Geldding. Diesmal mache ich es richtig, Leute, okay? Diesmal mache ich es richtig. So. Diesmal nehme ich hier 30.000. Ich meine, ne? Dann verdienen wir halt vielleicht nichts. Aber vielleicht verdienen wir auch was. So. Vergraben. So, so habe ich nämlich keine Angst vor Verlust, weil 30.000 bekomme ich auf jeden Fall raus. So. Ist das eine reine Glückssache? Ich wollte ein Brückenkit kaufen, genau. Meine Hand ist eingeschlafen. Liegt bestimmt am Controller. Hallo Nook. Oh, ich wollte gerade Kaffee trinken. Ab in die Hosentasche damit. Ab in die Hosentasche. Infrastruktur. Ich möchte gerne eine Brücke haben. Brücke bauen. Okay. Gibt es eigentlich neue Brücken? Nee, ich glaube nicht. Wir entscheiden uns, glaube ich, wieder für die Burg. Die. Gab es nicht nur eine andere Steinbrücke? Welche Brücke haben wir denn? Ach, oben haben wir diese Holzbrücke, stimmt. Oh, ich weiß gerade nicht, welche Brücke ich nehmen soll. Ich finde die zwar am schönsten, aber ich glaube, die passt nicht zu unseren Wegen. Die wird natürlich passen, aber da hätte ich eigentlich ganz gerne noch rechts diese Balken, also diese Art Zäune, so gesehen. Puh, das wird jetzt schwer. Natürlich könnte ich den Weg umwechseln.
auf dieser Farbe. Vielleicht ist sie zu mächtig. Obwohl, wir sind eine Bergstadt. Und das würde mehr zu einer Insel passen, ne? Ach komm, ich nehme die, Leute. Und ab. Oh, ich muss auf Toilette, Leute. Oh, wir platzieren die noch eben schnell, ja? Wir platzieren die doch noch. Hier. Obwohl, warte. Der Wasserfall ist da. Ich hätte es eigentlich nur ganz gerne noch einen weiter nach rechts gehabt. Das heißt, wir müssten hier mal eben noch... Oh, das sind so viele Blumen. Komm. So. Dann Gewässer. Ach, erstmal muss ich hier wieder zuschaufeln. Und dann hier. Zack. 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 Und zack. Hier auch noch. Danke. Hier muss, glaube ich, was hin. Och, nicht da. Hier. Oh, weg. Weg. So. Ich jetzt... Hier herrichten, zeig mal her. Okay. Heißt, ich müsste hier tatsächlich dann noch einen weitergehen. Okay. Das heißt, das hier auch noch. Also, das hier so schräg machen. Das geht gerade nicht, weil hier noch was ist. So. Ah, was soll... Anstrengend, Leute, es ist echt anstrengend. Kann man eigentlich seine komplette Insel aus Wasser machen? Meinte alles. Keine Erde mehr, nur noch den Weg und Wasser. Das sähe bestimmt interessant aus. Ganz bestimmt. So, hier mache ich jetzt mal sicherheitshalber hier alles. So. Und dann machen wir hier, glaube ich, auch noch eins hin. Oh, hier muss es hin. So. Hier muss es hin. Jetzt aber. So. Oh Gott. Ich werde hier angerufen. Anonym. Also anonym will ich eigentlich nicht rangehen. Wieso unterdrückt denn jemand seine Nummer? Hallo? Ich trau mich doch nicht. Anonym. Mal sehen. Oh, ich hätte die eins weiter nach rechts. Müssen dann nochmal. Nochmal. Heißt, hier muss auf jeden Fall. Och man, wieso ruft da denn jemand anonym an? Bei anonym habe ich Angst, Leute. Bei anonym habe ich sehr Angst. Wirklich Angst, ey. Ich will doch nicht entführt werden. Junge, Junge. Ich hasse ja jetzt schon telefonieren, ne? Leute, Leute. Ich mach das jetzt noch schnell und danach bin ich weg. So. Ich möchte einfach nur, dass die Brücke jetzt noch steht. Oh, ich schwitze schon wieder, ey. Weil ich so aufgeregt bin, wenn mich immer jemand anruft, ey.
hasse das. Ich hasse telefonieren, Leute. Teamspeak ist in Ordnung, komischerweise, oder Discord, ja. Aber anrufen, Anrufe, Oh Gott. Das war nur eine Twitch-Benachrichtigung. Puh. Ach, Mann, was mache ich denn hier? So. Könnte natürlich auch sein, dass das mein Vermieter war, aber wieso soll er sich denn hier dingsen? Oh Gott, eine Mailbox. Och. Okay, da höre ich gleich mal rein, ja? So. Wir platzieren schnell die Brücke hier. So. Ja. Mal sehen, bitte. Sehr schön, viel besser. Viel besser. Okay. Leute, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir... Ne? Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao. Puh, ich brauche jetzt erstmal eine Dusche.